Leute, willkommen zur dritten Apex Legends Flashback-Folge. Heute beleuchten wir Season 2 und es ist zeitgleich die erste Season, die extrem groß wird. Neue Legende, neue Waffe, erste Map-Änderungen, zwei Town-Takeover-Events. Das heißt, die Map hat sich nicht nur verändert, es gab zusätzlich noch zwei Events, wo sie zusätzlich nochmal Spots verändert haben. Diese Map ist einer der legendärsten, diese Season ist einer der legendärsten Maps, sage ich schon wieder Maps, einer der legendärsten Seasons, mein Gott. Denn alle OGs unter euch, die seit Anfang an dabei waren, wissen, dass es erstmals etwas gab, was sowas von overpowered war. Und mein Gott, wie schnell wurde das gefixt? So schnell hat, glaube ich, Respawn nie etwas gefixt wie diese Sache. Was ich genau meine, zeige ich euch gleich. Wir gehen erstmal ein paar Hauptfakten durch, bevor wir den Launch-Trailer uns angucken. Dann gucken wir uns natürlich noch den Watson-Trailer an und den L-Star-Trailer. Denn wir fangen mit den Hauptfakten an. Wie gesagt, Battle Charge heißt Season 2, fing am 2. Juli 2019 an und ging bis zum 1. Oktober 2019. Grob zusammengefasst, Watson neue Legende, L-Star, Kings Canyon immer noch die gefeaturete Map, ein Battle Pass, Royalty, Medieval Times, R301 war der reaktive Skin oder die zwei reaktiven Skins, die wir freischalten konnten. Und wir hatten zwei Events, das Iron Crown Event mit einer der legendärsten Skins. Ihr seht hier eine Variante davon von Wraith. Leider Gottes waren sie dann doch nicht so exklusiv, wie man anfänglich dachte. Denn irgendwann wurden uns leider die Skins wieder hinterhergeschmissen und da war es das vorbei mit der Exklusivität und das Geschenk für alle, die das Geld schon ausgegeben haben. Ein paar Monate später, ja, wurden sie halt wieder rausgeschmissen. Es war halt nicht mehr exklusiv. Es kam bei der OG-Community nicht gut an, dass diese Skins wiederkamen. Wie gesagt, das Voidwalker-Event und die Season davor war das Wild Frontier Season 1. Wer es nicht gesehen hat, die ersten zwei Folgen unbedingt reinschalten. Na, unbedingt. Meltdown wäre die dritte Season, wo wir dann auch endlich eine neue Map bekommen. Und wer auf die nächste Folge schon sehnsüchtig wartet, vergesst nicht, Stand jetzt am, ich glaube heute ist der 4. November, nee, der 3. November, es startet in drei Tagen die neue Season oder in zwei Tagen die neue Season. Die nächste Folge könnte vielleicht ein bisschen später kommen, ein paar Tage später Season Start, ein paar Infovideos, Patchnotes und so weiter. Deswegen geht man davon aus, dass vielleicht Ende der Woche oder Anfang nächster Woche dann das nächste Event startet. Ey, ich habe immer noch so Husten, das ist so nervig. Einen groben Überblick haben wir uns schon mal verschafft. Wir ziehen uns jetzt mal den Battle Charge Trailer rein. Und ich stoppe eventuell, oder ich stoppe hier und da. Ich gucke den jetzt nicht komplett durch und fange nochmal von vorne an wie im letzten Video. Macht keinen Sinn. Und es geht eigentlich hier schon los. Das ist das Geile. Hier wird eigentlich schon die nächste Legende geteasert, ohne dass wir ihn richtig sehen. Natürlich müssten wir alle wissen, dass das Krypto ist. Und ansonsten muss ich sagen, die ersten vielen Seasons, ich sage mal so die ersten 9 bis 10 Seasons, hatte es Respawn noch richtig drauf, extrem geile Trailer zu machen. Die Trailer sind zwar allesamt immer noch geil, aber wenn ich die Trailer hier sehe, Gänsehaut pur, gerade die Lore um die Geschichte, wie sich Kings Canyon verändert. Wie gesagt, das erste große Map-Update steht an. Und wir erfahren ja hier in diesem Trailer schon, warum es das erste Map-Update gab. Denn Kings Canyon wurde gehackt, beziehungsweise diese Riesenantenne wurde gehackt. Das Schutzschild rund um Kings Canyon wurde zerstört. Und Folgendes passiert gleich. Es wird genau jetzt passieren. Krypto hackt nämlich diese Riesenantenne. Alles geht kaputt. Das Schutzschild ist im Eimer. Und ganz ehrlich, das ist einfach noch Story gewesen. Das war noch richtig tiefe Trailer, würde ich sagen. Es gibt zwar nach wie vor immer noch ganz gute Trailer von Apex Legends, aber früher war es halt einfach viel, viel geiler, weil noch richtig geile Köpfe im Respawn-Team waren. Und das waren eine Menge geile Köpfe, die es jetzt schon lange nicht mehr im Team Respawn gibt, was sehr, sehr schade ist. So, das Schutzschild ist weg und die ersten Leviathane und Flyer starten auf die Map. Also die Flyer waren anfangs nicht. Wer das noch nicht wusste,
kamen dann erst um die Leviathaner, die mittlerweile auch nicht mehr auf Kings Canyon Map, sondern wieder außerhalb der Map umherschwirren. So ist die ganze Geschichte entstanden und Kings Canyon hat sich enorm verändert. Ich kann mal ein paar Veränderungen schon mal vorab zeigen und zwar genau hier. Da gehen wir mal auf die Original-EA-Seite und muss das mal kurz ein bisschen minimieren, damit wir das ein bisschen besser sehen. Leider ist die EA-Seite nicht mehr ganz so up-to-date, man sieht nur ein paar Sachen. Und hier kann man mit dem Regler schön sehen, so sah Kings Canyon an dieser Stelle original aus, der ganze Wald extrem verbrannt. Und dann hat sich das hier alles ein bisschen geändert. Wir sehen so einen Leviathan im Hintergrund, der sich schön in so einem Baum satt frisst. Die Vegetation ist wieder grün, es ist nicht mehr alles so verbrannt. Und wir sehen sogar, das fällt mir jetzt erstmal so auf, diese Dingen sind ja diese Prowler-Nester, die sind ja hier nie ausgebrochen. Und ja, wie sich über Zeit eben Kings Canyon verändert hat. Hier einer der beliebtesten Spots mitunter, war nicht riesig, aber die OG-Fans werden es lieben. Die Kaskaden, ein sehr geiler Spot auf Kings Canyon. Und aus den Kaskaden wurde dann die Verwahrung, auch ein sehr beliebter Spot heute noch. 5 Jahre später, muss man einfach sagen, dann haben wir hier diesen Bereich. Dieser Bereich, der hatte, glaube ich, gar keinen Namen. Und aus diesem Bereich wurde dann der Käfig. Hat sich über Zeit auch ein bisschen verändert. Mittlerweile gibt es hier diese Plattform, diesen Schutz hier drumherum gibt es nicht mehr. Das wissen wir ja nun. Das gibt es von der Originalseite. Jetzt wandern wir hier einfach mal ein bisschen durch und gehen chronologisch durch, wie hat sich die Season verändert. Und wir sehen natürlich hier die neue Legende und deswegen gehen wir direkt hier hin und machen den Trailer rund um Watson an. Auch hier betone ich wieder, vergesst nicht, das Perk-System gab es früher nicht. Und Watson hat sich auch ein bisschen verändert. Ich kann zu Watson leider nicht viel sagen. Ich habe sie sehr wenig gespielt. Ich kann nur sagen, ja, passiv ihre Heilrate aufs Schild hat sich verändert, dass die Heilrate schneller ist ein bisschen. Die Distanz zwischen den einzelnen Elektromasten oder zwischen den Zäunen und den ganzen Spaß, also die sind deutlich breiter aufzustellen. Früher konntest du die gerade mal so 3-4 Meter auseinanderstellen. Das kannst du jetzt viel mehr. Und ansonsten glaube ich, die Menge an Zäunen hat sich verändert. Der Pylon hat sich ein paar Mal verändert, so ein bisschen. Früher konntest du hier nämlich zum Beispiel mit einem Beschleuniger konntest du sofort 100% Ladung auf deine Ulti knallen, nicht nur 50% oder 30% oder so, sondern sofort 100%. Das wurde dann auch irgendwann rausgepatcht. Wann genau? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe übrigens nicht in die Patch Notes direkt rein, weil es gibt kleinere Anpassungen an Waffen, Buffs, Nerfs, Legenden, Buffs, Nerfs. Nicht, wo ich sage, das muss man groß erwähnen, außer natürlich ein bestimmter Hop-Up, der erstmals ins Spiel fand. Der wirklich für die OG-Fans, schade, das war das falsche Bild, denn, wir kommen erst zur Waffe, wir kommen zuerst zur Elster. Elster, die Elster kam erstmals in Season 2 und war einige Zeit lang eine Care-Package-Waffe und das möchte ich vorab nochmal erwähnen. In den Patch-Notes, das wie gesagt, das klicke ich jetzt nicht an, das ist das einzig Interessante, steht eine Gold Floor Loot Rotation. Wir haben ja in jeder Season gibt es 5 goldene Waffen, die man irgendwo auf dem Ground Loot finden kann, in den Lootboxen. Und hier steht, dass es eine Rotation für Gold Floor Loot Waffen gab. Ich glaube nicht, dass das in Season 2 schon der Fall war, weil die goldenen Waffen wurden implementiert und die rote Raritätsstufe in dem Care Package, quasi die Kraber, die Mastiff und jetzt hier die Elster, sind dann erst rot geworden. Vielleicht habe ich es auch nicht besser im Kopf. Egal, wir gehen erstmal zur Elster. Wir gucken uns nämlich den Elster-Trailer an. Und achtet mal ein bisschen auf den Sound der Elster. Ich habe das Gefühl, erstens Feuerrate extrem heftig und der Sound. Arm übrigens bewusst leiser, wegen Copyright-Strikes der Musik. Hier hört man es extrem gut. Und hier steht nämlich Rarity Gold Weapon. Und deswegen noch goldene Waffen auf dem Floor Loot. Deswegen zweifle ich ein wenig daran, dass wir in Season
2 schon eine Gold-Floor-Loot-Rotation hatten. Ich glaube, das kam erst in Season 3. Wobei die eine Season mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht. Vielleicht war es da auch schon so, dass du goldene Waffen finden konntest und eben zusätzlich die Care-Package-Waffe, die dann ebenfalls den goldenen Ring drumherum hatten, ist auch eigentlich, glaube ich, völlig Bockwurst. Jetzt kommen wir zu folgender Sache. Die erweiterten Energiemagazine wurden hinzugefügt. Gab es auch noch nicht von Anfang an. Da gab es eben nur ein erweitertes Mech für leicht und für schwer. Und ich glaube, da war auch schon Schluss. Auch Sniper-Mechs, bin ich mir nicht sicher, ob die später erst kamen. Und jetzt kommen wir dazu, warum es so legendär war, warum es so OP war und warum Respawn so schnell reagiert hatte und die Disruptor-Rounds, die erstmals implementiert wurden und dann auch ganz schnell in dieser Season wieder rausgeflogen sind. In Season 3 waren sie dann nicht mehr da. So viel greife ich schon mal voraus. Die Disruptor-Rounds gab es für die Alternator und für die RE45. Und die Disruptor-Rounds waren so overpowered, weil der Multiplikator aufs Schild war 2,3. Du hast quasi mehr als 100% mehr Schaden aufs Schild gemacht. Das wurde nach 3 Tagen auf einen Multiplikator von 2,3 auf 1,7 reduziert. War immer noch stark, aber ungefähr jetzt so auf dem Niveau, wie wir es dann immer mal hatten, wenn die Disruptor Rounds wieder im Spiel waren. Und ich muss sagen, und das schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, welche Waffe ist eurer Meinung nach die Waffe, die den geilsten Sound beim Feuern hat? Für mich ist das nämlich die Alternator. Ich liebe den Alternator-Sound, ich mag die Waffe. Und mit den Disruptor Rounds klingt die ja immer noch viel geiler. Wie gesagt, die Disruptor Rounds kamen rein für die 45, für die Alternator und du hattest halt deutlich höheren Schaden auf Schilder. Hast du dann noch eine P2020 oder eine Mosambik gefunden und hattest Hammerpunkt drauf. Die Hammerpunkt kamen nämlich zusätzlich und machten deutlich mehr Schaden auf Lebenspunkte. Das war aber nicht ganz so overpowered. Hast du aber beide Variationen dabei gehabt, dann sind die Gegner geschmolzen. Es hat so Spaß gemacht, diese Kombis zu spielen. Jeder, der da noch nicht gezockt hat, hat echt was verpasst. Es war geil und Hass zugleich. Dort hat man dann gemerkt, es kann auch echt nach hinten losgehen, wenn irgendwas zu krass ist. Und wie gesagt, es hat dann genau 3 Tage gedauert, bis es rausgepatcht wurde und es wurde dann deutlich verschlechtert. Dann haben wir das erste... Sorry für den Husten, ich werde ihn einfach nicht los. Ich hasse Winter. Dann kam, wie gesagt, das erste große Map-Update. Wir gucken uns gleich noch die Bilder von den verschiedenen Town-Takeover-Events an. Die Flyer kamen. Die Flyer hatten da aber, glaube ich, noch nicht die Kisten am Start, die man runterschießen konnte. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das kam erst später, dass die dann eine Deathbox mit sich trugen. Die Leviathane, ich glaube, es waren 2 Stück an der Zahl, standen, glaube ich, mehrere Seasons lang auf Kings Canyon direkt auf der Map. Die haben dann auch immer mal so gestampft und das Bein gehoben und du konntest unter dem Fuß irgendwie Loot finden. Wenn du aber nicht schnell genug warst, wurdest du platt gedrückt. Das war richtig, richtig geil. Also ich erzähle ja wirklich gerade alles frei raus, wie ich mich dran erinnern kann und das, was jetzt dir zum Text eben noch grob dazukommt. Dann haben wir natürlich jetzt die einzelnen Spots, die sich verändert haben, habe ich jetzt grob schon angerissen. Season 2 war die Season, wo Ranked implementiert wurde. Wie die Grundversion von Ranked aussah, ich gehe nicht drauf ein, weil das sprengt zu sehr den Rahmen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da groß erzählen soll, weil ich weiß es halt auch nicht besser. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und ich mich nicht ändere und ich es nicht besser weiß, das ist nämlich genau die Problematik. Ich gehe jetzt hier drauf und ihr seht hier den Master-Rang. Den Master-Rang gab es nicht. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich die aktuelle Version vom Ranked-Modus und da macht es keinen Sinn, jetzt hier versuchen, irgendwas krampfhaft rauszulesen, weil das halt die aktuellste Version der Rang-Version ist. Und deswegen kann ich euch nur sagen, es gab den Master-Rang auf jeden Fall noch nicht und den Rookie-Rang gab es auch noch nicht. Also 2 Ränge weniger. Du bist halt von Diamond direkt auf Pret gewechselt und soweit ich mich noch erinnern kann, war es früher nicht so, dass es pro Plattform, also PlayStation, Switch, PC, Xbox, gab es eine Top 500 Pret und mittlerweile ist es ja so, das wurde irgendwann geändert, waren es jetzt 750 Top Pret Spieler. So viel dazu. Es wurden auch implementiert neue Cosmetics, gehen wir auch gleich noch durch. Achso, neue Cosmetics sind die Skydive Emotes, kamen erstmals dazu. Die wurden nämlich als
Also die hast du dann in Season 3 erst gekriegt, erstmalig. Oder ich weiß nicht, ob es schon in den Town Takeover Events was gab. Ich glaube nicht. Skydive-Emotes als Reward für Ranked, wenn du mindestens Dia geworden bist. Loading Screens kamen hinzu, Music Packs und die beiden Town Takeover Events. Wir fangen an mit Octane's Gauntlet. Ist nach wie vor, Gott sei Dank, immer noch so wundervoll, wunderschön. Ich liebe den Octane-Spot auf Kings Canyon. Es ist einfach ein absolut schöner Spot. Und ich würde jetzt mal grob behaupten, der Spot hat sich seitdem auch nicht wieder verändert. Mega geil. Ich lande da wirklich gerne. Und jetzt habe ich hier verdammt nochmal ein Black Screen. Was soll das? Wo sind wir? Wir sind hier. Und Zings Lab. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Das ist der Spot rund um das Town Takeover Event um Wraith. Dort gibt es auch einen eindrucksvollen Trailer. Ein Stories from the Outlands Trailer. Ich lasse komplett alle Stories from the Outlands Trailer für diese Reihe komplett weg von Season 0 bis Season 22. Das mache ich extra. Das wurde wohl auch schon gewünscht, wenn ich mich da nicht verlesen habe. Hier gibt es einen mega geilen Trailer um die Geschichte von Wraith, warum sie ist, wie sie ist, warum sie Stimmen aus der Leere hört und so weiter und so fort. Und es gibt einen legendären Teaser, da waren halt noch die OGs von Respawn am Start, am Werk, kurz vor Ende von Season 2. Es gibt hier in diesem Spot einen verschlossenen Raum, da kann man nicht rein, das ist dieser hier. Moment, ich muss mal wieder kleiner machen. Ich mache jetzt einfach den schwarzen Balken wieder weg. Scheiß jetzt darauf, ob hier irgendwelche Werbung läuft, dann seht ihr das besser. Diesen Raum konnte man, glaube ich, zu Anfangs nie öffnen, auch nicht eintreten. Ich glaube, das ging erst, als der Teaser aktiv war. So ein paar Tage bevor Season 3 startete, konntest du hier rein. Und dann hast du auf einmal gesehen, wie Krypto an irgendwelchen Sachen rumhackt und rumbastelt mit seiner Drohne. Der dreht sich dann um, hatte ich gesehen, und verpisst sich aus diesem Labor und ist wieder weg. Das war ein richtig geiler Teaser. Ich krieg Gänsehaut vom Erzählen. Das war einfach mega, mega geil. Und heute sind die Teaser alle einfach nur Müll. Ohne Liebe, ohne irgendwie versteckte Details. Auch die Teaser rund um Loba in Season 5 oder 6 war es, glaube ich. Freut euch drauf. War auch richtig kreativ. Und heute ist das einfach alles nur noch. Da leuchtet halt der Himmel von Kings Canyon. Toll, spaßig, mega. Passiert total viel. Finde ich leider sehr, sehr unkreativ, muss ich sagen. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es ist halt einfach mega, mega langweilig geworden, was Teaser betrifft. Da haben sie sich früher echt richtig Mühe gegeben und du dachtest dir, oh mein Gott, was passiert da? So, wir haben die Town Takeovers weg. Nee, stopp. Ich habe euch erstmal nur die Spots gezeigt. Das erste Event in Season 2 ging vom 13. bis 27. August, das Iron Crown Event. Legendäres kommt. Der Solo-Modus wurde erstmals implementiert und wurde dann viele Jahre nicht mehr gesehen. 2 Wochen war er da und der Solo-Modus war zu Stand Season 2 ultra geil und ungelogen. Meine allererste Solo-Runde war sofort ein Win. Habe ich nicht wieder hingekriegt. Aber der Solo-Modus war da noch geil und jetzt kannst du Solos ja nicht mehr spielen, wenn es am Start ist. Das war auf jeden Fall sehr, sehr genial. Und es gab zu diesem Event, das war das erste richtige Collection-Event, gab es ein paar richtig geile Skins um die Ohren. Die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben einmal Bloodhound. Wir haben Gibby. Geiler Skin. Dann haben wir einer der legendärsten Skins überhaupt. Also Respawn konnte schon immer Skins machen. Richtig geile Skins. Ab und zu ist natürlich auch Müll dabei, wie der hier vom Pathfinder Wraith. Auch extrem geiler Skin und sie kriegt natürlich im Voidwalker Event einer der legendärsten Skins, Rastafari Mirage, ebenfalls extrem schick. Auch ein sehr legendärer Skin, ein sehr seltener Skin. Skin haben nur wenige Watson Mains, würde ich sagen. Und ansonsten hier diese Raritätsstufe gehe ich nicht durch. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Es gab noch diesen Wingman Skin, der sah auch ganz cool aus. Banner und alles ist uninteressant, das gehe ich nicht durch, das sprengt mir zu sehr den Rahmen. Dann haben wir das Voidwalker Event und dort gab es das allererste Mal
Das Armed and Dangerous, ich kann mich nicht erinnern, dass es das Armed and Dangerous Event schon in Season 2 gab. Ich hätte jetzt auf, klar, eine Season später, Season 3 hätte ich getippt, aber das Armed and Dangerous war ein beliebter Modus. Ich konnte ihn aber irgendwann nicht mehr sehen, denn ich bin weder Sniper noch Shotgun Main und das Besondere am Armed and Dangerous war einfach Only Shotguns, Only Sniper, nur weiße Körperschilder. Drüber hast du nichts gefunden. Es gab ja auch diese Evo-Geschichte nicht. Du bist also weiß rumgerannt. War kreativ, hat gebockt und es war früher noch nicht so sweaty wie damals. So Game Mode Armed and Dangerous habe ich erzählt. Ich kann ja mal draufklicken, was dort so erzählt wird. Ja, hier wird aufgereiht, zum Beispiel, wie oft es das gab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechsmal gab es das Armed and Dangerous Event. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Die Story rund um den Spaß können wir uns, denke ich, sparen. Da gab es nämlich dann auch eine Menge, wie gesagt, Sync-Slap. Das Geile ist auch da, das fand ich sehr kreativ. Das ging viele Jahre so. Du hattest halt irgendwo eine Map und dann wurden irgendwann über Zeit, ohne dass das geteasert wurde, hast du auf einmal so Fahnenmaste um einen bestimmten Bereich abgesteckt gesehen. Da wusstest du, oh, das ist neu, das hast du vorher nicht gesehen. Dann wusstest du, okay, in wenigen Wochen gibt es hier ein Town-Takeover-Event und das Ganze oder der ganze Bereich wird sich ändern. Auch das fand ich kreativ. Richtig, richtig genial. Auch hier bitte wieder gerne in die Kommentare zusätzlich zu euren Lieblingswaffensounds. Seit wann seid ihr am Start? Lieblingsevent und so weiter. Von mir aus haut alles raus. Wir hatten. Da sind sie doch. Da ist er. Der legendäre Skin. Den haben sich einige gegönnt, aber die Community, die den hatte als OG-Spieler, sie haben gekotzt, als der Skin irgendwann viele Monate später wiederkam. Natürlich haben sie nur das Geld, den Profit gesehen. Es ist sehr, sehr schade. Da hat man dann gemerkt, okay, die Exklusivität gibt es in Apex Legends leider nicht. Und das hat viele wirklich sehr, sehr negativ gestimmt. Ich kann das bestätigen, ich fand das auch nicht geil, weil ich möchte irgendwo dafür belohnt werden, wenn ich Kohle ausgebe und das soll exklusiv bleiben in der Season, fertig aus. Dann haben wir, jetzt wollte ich gerade eine Volt sagen, wir haben diesen 301-Skin. Den fand ich auch extrem nice. Dann gab es noch den Hemlock-Skin und wir haben einen Kraber-Skin. Der sieht auch richtig, richtig, richtig schick aus. Mehr gibt es zum Voidwalker-Event, denke ich, nicht zu sagen. Dann kommen wir schon zum Battle Pass. Also ihr merkt schon, das Video geht verdammt lang, weil es über Season 2 echt viel zu erzählen gibt. Was gab es im Battle Pass? Wir hatten natürlich diesen Core-Stick-Skin. Wir hatten diesen unwahrscheinlich hässlichen Octane-Skin. Boah, der hässlich. Den fand ich von Anfang hässlich und ich finde ihn immer noch hässlich. Und der sieht auch in der roten Variante extrem hässlich aus. Aber das ist Gott sei Dank Geschmackssache. Das war der reaktive 301-Skin. Ebenfalls überhaupt nicht mein Geschmack, muss ich leider Gottes sagen. Ja, die Goldvariation sieht schon nicht schlecht aus, aber warum ein Nashorn an der Spitze der 301? Ich verstehe es nicht. Aber darum soll es nicht gehen. Ich fand es halt nicht so geil. Und hier ein absolut legendärer Spitfire-Skin. Ich habe den geliebt. Der ist so geil. Den gab es tatsächlich. Der wurde ja in irgendeinem Trailer geteasert. Und da hätte ich nicht gedacht, dass der als Battle Pass kommt. Wenn du den Battle Pass kaufst, hast du ja die ersten drei Skins unten. Irgendwie kriegst du da so einen Bonus und der war da schon mit dabei. Soweit kann ich mich dran erinnern. Ein absolut schicker, schicker, kreativer Skin. Also wie gesagt, Skins können sie, muss man einfach mal sagen. Das war der Battle Pass. Hier gibt es noch lauter Bilder, die man als Loading Screen sich einstellen konnte. Musikpacks, man kann sich das alles reinziehen. Man sieht auch die Ranked Rewards, die Charms können wir mal noch überfliegen. Nicht mega spannend, aber der Vollständigkeit halber können wir das machen. Die Charms, also so ein Pred-Charm ist schon nice an der Waffe, muss man mal sagen. Und ihr seht halt, Master ist nicht dabei. Und auch hier chronologisch sehen wir in Season 2 Datums geordnet, welche Patches alles kamen. Und hier seht ihr es nämlich, Juli, der 5. Juli, 3 Tage später, kannst du hier lesen, des Raptor-Rounds einfach mal absolut runtergebumst. Aber zu Recht muss man einfach sagen, die Disruptor-Rounds waren einfach zu krass. Aber alle anderen Patch-Notes gehe ich nicht durch. Ladies and Gentlemen, ich liebe diese Reihe, weil es so Spaß macht, einfach durchzuschauen, was ist in den einzelnen Seasons passiert.
Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit dieser Reihe begeistern. Die Klickzahlen auf dem letzten Video im Vergleich zum ersten sind leider nicht so hoch. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, ihr schaut euch die anderen Folgen weiterhin an. Denkt dran, die neue Season steht an. Schaut gerne vorbei. Ich werde direkt zum Release auf jeden Fall eine Menge zeigen. Kann ich aber jetzt noch nicht drüber sprechen, weil ich schon ein bisschen was weiß, was ich eben nicht erzählen darf, leider Gottes. Also, ich habe fertig und freue mich schon auf Folge 4, wenn es um Season 3 geht. Und ihr werdet sehen, was sich dort alles ändert. Und da gibt es auch eine Menge zu erzählen, weil auch diese Season extrem riesig ist. Also, ihr wisst Bescheid. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.